Der Quetzalcoatlus war eines der größten Lebewesen, die sich jemals in die Luft erhoben haben. Obwohl diese wie Dinosaurier aussehen, sind sie keine Dinosaurier, aber sie teilen denselben Reptilienvorfahren und werden deswegen Pterosaurier genannt. Pterosaurier sind, wie der Name schon sagt, Reptilien, welche sich auf das Leben in der Luft spezialisiert haben und beherrschen das gesamte Mesozoikum. Quetzalcoatlus selbst war mit einer Flügelspannweite von 11 bis 13 Metern ein wahrer Gigant. Und die Körpermaße waren, wenn er auf den Boden entlang wandelte, etwa so groß wie eine Giraffe. Ein Giraffenbulle kann bis zu 6 Meter hoch werden und die Quetzalcoatlus reicht mit ihrer Körperhöhe, um ihn etwa in die Augen zu sehen. Quetzalcoatlus gehörte zu der Gruppe der Aztarchien. Eine groß breit gefächerte Reptiliengruppe, welche unter anderem den Quetzalcoatlus umfächerten, den Hazegopteryx, den Arambogianer oder den nach der Familie benannten Aztarcho. Obwohl es immer sehr oft vermutet wird, ist der Quetzalcoatlus nicht der größte der Gruppe und wird tatsächlich sehr oft mit den Hazegopteryx verallgemeinert. Von Hazegopteryx allein ist es allgemein bekannt, dass diese so groß wie eine Giraffe waren. Quetzalcoatlus war möglicherweise sogar etwas kleiner. Der Quetzalcoatlus wurde selbst in Süd-, Mittel- und Nordamerika gefunden. Die gesamte Flugsauriergruppe allerdings war inzwischen schon auf der gesamten weiten Welt bekannt. Selbst in heutigen Europa gab es Aztarchien. Eine der bekanntesten Aztarchien ist zum Beispiel der Hazegopteryx, welcher im heutigen Rumänien gefunden wurde, genau gesagt auf Hatek Island. Dort machten die Giraffen großen Riesen Jagd auf kleinere Zwergendinosaurier, wie zum Beispiel den Zamoxis. Aber auch der Quetzalcoatlus aus Nord-, Mittel- und Südamerika hat sich ähnlich ernährt. Mit seinem langen Schnabel konnte der Quetzalcoatlus nicht nur gut fischen, sondern ihn auch als Dolch benutzen. Ähnlich wie Reiher heutzutage. Der Quetzalcoatlus verschwand genauso wie andere Pterosaurierarten nach dem Meteoriteneinschlag vor 66,5 Millionen Jahren. Und war zusammen mit Triceratops, Tyrannosaurus, Rex und anderen nordamerikanischen Dinosauriern der letzte seiner Spezies.